Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns gemeinsam ein neues Wasser-Urzeitlebewesen an. Und welches das ist, das seht ihr jetzt. Das ist der Megalodon. Ein riesiger Urzeithai. Und der ist auch im Spiel riesig, wenn ihr den mal vergleicht hier mit dem Entwicklungslabor. Ich freue mich immer ganz besonders über Wasserurzeitlebewesen. Vor allem, wenn die so gut umgesetzt sind, wie dieser Megalodon. Der ist nämlich vom Model und von den Animationen her wieder richtig, richtig gut. Sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, wenn der so schwebt. Aber den werden wir gleich in sein natürliches Habitat bringen, also ins Wasser. Ich bin ein großer Fan von diesem Model. Schaut euch mal an, wie groß der ist. Also ich glaube, das kommt schon ganz gut hin von der Größe. Der ist auf jeden Fall riesig, weil dieses Gebäude an sich ist ja schon mega groß. Ich finde es besonders toll an dem Model, dass der so viele Details hat. Diese ganzen Narben und Kratzer finde ich richtig cool. Dann die ganzen Zahnreihen hier wurden auch eingefügt. Das sieht schon sehr cool aus. Die Animationen sind, glaube ich, von einem Sauropoden, wenn mich nicht alles täuscht, so vom Laufen her. Aber der frisst auch Fleisch und der kommt natürlich als neue Spezies in das Spiel. Ich glaube, er legt sich schlafen. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Schlafen Haie eigentlich in echt? Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall ein bisschen seltsam aus. Sieht eher aus wie ein toter Hai. Aber da man den ja unter Wasser dann hat, sieht man das, glaube ich, kaum. Also macht das nichts. Ich würde sagen, ich platziere mal ganz kurz hier schon mal Futter. Weil der sollte ganz normal Fleisch fressen. Allerdings funktioniert das leider mit Ziegen nicht. Also Ziegen frisst er nicht. Aber das macht ja nichts. Wir können noch mal eben gemeinsam einen freilassen in der Zeit, wo der gerade schläft. Hier haben wir den übrigens, Megalodon. Auch mit einem sehr schönen Bild. Richtig gut gemacht. Und dann können wir mal eben hier auch einen anderen Skin nehmen. Oh, es gibt drei weitere Skins. Nicht schlecht. Oh, der hat sehr gute Werte. 132 im Angriff, 81 in der Verteidigung. Das ist schon heftig viel. Schauen wir mal, ob der jetzt von der Farbe her ein bisschen anders ist. Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, nein. Allerdings ist es natürlich im Schatten sehr schwer zu sehen. Ich finde das so cool. Guckt euch das mal an, diese ganzen Narben und Falten und auch die Kiemen hier hinten. Das sieht schon heftig aus. Die Mod ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da steht dann auch, von wem die Mod ist. Weil derjenige hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Nee, ich glaube, farbtechnisch ist der identisch zu dem anderen. Schauen wir uns jetzt mal die Fressanimation an. Da bin ich jetzt gespannt. Oh, okay, das Fleisch ist hier oben. Seht ihr das? Also, es schwebt ein bisschen. Das finde ich aber halb so wild. Ich finde allein schon den Fakt cool, dass ein eigentlich Sauropode jetzt Fleisch fressen kann. Also die Modding-Szene für JWE ist wirklich insane momentan. Es sind mittlerweile auch so viele neue Spezies rausgekommen, dass ich da gar nicht mehr hinterherkomme, mir die alle anzuschauen. Ich glaube, es gibt schon über 100 neue Spezies oder so für das Spiel. Das ist echt unglaublich. Aber so ein Megalodon ist natürlich was ganz Besonderes. Deshalb mache ich dazu auch ein Video für euch. Oh, es sieht fast aus, als wenn die kuscheln.
finde das gerade unfassbar cool. Aber ich würde sagen, ich betäube die jetzt und bringe die da mal ins Wasser und dann schauen wir mal an, wie die dort so rüberkommen. Nur mal so nochmal zum Größenvergleich, lasse ich jetzt mal kurz den filmakkuraten Mosasaurus frei. Der ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer von der Größe, muss man sagen. Aber ich glaube, der Mosa war auch viel, viel größer in echt als der Megalodon. Aber ihr könnt gerne mal Fakten über die beiden in die Kommentare schreiben. Okay, der ist schon sehr viel größer, muss man sagen. Wir können ja nochmal eben ganz schnell einen weiteren Megalodon freilassen. Weil die anderen beiden sind schon betäubt. Dann können wir auch nochmal gucken, ob einer der anderen Skins vielleicht anders aussieht. Vielleicht das Alpinmuster. Da bin ich jetzt gespannt. Okay. Der Megalodon wirkt wirklich winzig gegen den Mosa. Das ist schon heftig. Der ist ja gerade mal so groß wie hier hinten der Schweif. Aber rein farbtechnisch ist der, glaube ich, ist der dunkler? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, den wir jetzt freilassen, der ist ein bisschen dunkler. Ja, der sieht definitiv ein bisschen dunkler aus. Also die Farben scheinen da doch ein bisschen zu variieren. Oh, der Größenunterschied ist schon enorm. Ich glaube, der ist von der Länge her dreimal so lang hier, der Mosa. Sehen aber trotzdem beide sehr beeindruckend aus. Da kommen die Seeungeheuer hier geflogen. Wir können gleich mal gucken, ob wir das von der Tiefe so hinbekommen, dass die Rückenflosse rausschaut, wie bei so einem richtigen Hai. Oh, hier sieht man nochmal den Größenunterschied. Der ist vorhanden. Also der Mosa ist da schon wirklich eine ganz andere Hausnummer noch. Aber das sieht schon cool aus mit dem Hai. Der Megalodon. Ich versuche jetzt mal, das Ganze so zu machen, dass nur die Rückenflosse rausschaut von der Höhe. Also das kriegt man auf jeden Fall hin. Oh, jetzt sogar ein bisschen zu viel draußen. Kleinen Tick runter. Ich glaube, so ist schon ganz cool, wenn ihr nur so ein bisschen rausguckt. Boah, das sieht mega nice aus. Boah, die Mod ist wirklich beeindruckend. Die ist richtig cool. Also ich finde es optisch wirklich richtig nice. Die Bewegung sieht, glaube ich, auch sehr gut aus vom Schwimmen her. Ist zwar ein bisschen langsam natürlich, aber das ist halt so. Meistens wird ja für diese Unterwasser-Urzeitlebewesen dann Sauropode genommen, weil es halt von der Schwimmbewegung her am besten hinkommt. Und Sauropoden sind halt nun mal etwas langsamer unterwegs. Sind jetzt hier gerade alle am Fressen. Der Futterspender ist leider ein bisschen tief im Boden. Also rein farblich ist gerade der Unterschied sehr schwer nur zu erkennen. Ich weiß jetzt nicht, ob da unbedingt einer gegeben ist. Aber die sehen gerade alle relativ gleich aus. Kann aber auch am Licht liegen. Aber ich finde das ziemlich cool, wenn nur so die Rückenflosse rausschaut. Auch wenn die gerade alle auf so einem Haufen sind, dann sieht man das nicht ganz so gut. So, jetzt bewegt er sich mal ein bisschen. Können wir ihn mal beim Schwimmen beobachten. Es sieht schon nicht schlecht aus. Ist natürlich für einen Hai super, super langsam. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, über diese tolle Mod. Und ich hoffe auch, dass wir in Zukunft noch viele weitere Wasserurzeitlebewesen bekommen. Und vielleicht auch mal das ein oder andere Flugurzeitlebewesen. Darüber würde ich mich auch freuen. Die Morphodon ist ja auch noch nicht ins Spiel gekommen. Was mich ein wenig wundert. Also ich hätte gedacht, der wird relativ früh kommen. Durch die tolle Modding-Szene.
Ich finde es richtig cool. Also ich bin gerade echt am Staunen, dass diese Mod so gut gelungen ist und dass die so gut funktioniert, so gut schwimmt. Von der Größe her finde ich die auch echt gut. Also wenn ihr mal im Hintergrund die Menschen anguckt, dagegen ist der Hai schon riesig. Ist halt nur schade dadurch, dass das Sauropoden sind eigentlich, dass man da kaum Animation hat. Gerade was Kämpfen und sowas angeht. Und natürlich auch zum Beispiel Menschen verspeisen. Das werden die auch nicht tun. Das wäre natürlich mega cool, wenn dann er sich auf einmal so einen Menschen schnappen würde, der reinfällt ins Wasser. Aber es ist eine wirklich tolle Mod. Und ihr könnt die, wie gesagt, auch selber mal ausprobieren. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt gerne mal eure Meinung zu der Mod in die Kommentare. Und ich hoffe, dieses kurze Vorstellungsvideo hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.